In diesem Feldreport dreht sich alles rund um die Fungizid- und Wachstumsreglerstrategie im frühen Getreide. Dazu möchte ich Ihnen wertvolle Tipps geben. Bleiben Sie dran! Mein Name ist Sören Lambert, Verkaufsberater bei Syngenta. Wir befinden uns heute hier auf einem sandigen Lehm mit etwa 62 Bodenpunkten und 720 Liter Jahresniederschlag. In der Gerste sind nun die unbehandelten Flächen aus dem Herbst ohne Karatezeon gegen die Blattlaus zu erkennen. Hier hat der Gelbverzwergungswirrung stark zugeschlagen, sodass einige Flächen sogar umbruchwürdig sind. Sollten doch noch Unkräuter nachlaufen, schalten Sie diese noch schnell aus und ergänzen die Maßnahme mit einem Blattdünger, um auch die eine oder andere Fläche noch aufzupäppeln. Die Frühsaaten des Weizen und der Tritikale wurden bereits in der K-Woche mit CCC und Modus behandelt. Zuerst möchte ich einmal auf den Wachstumsreglertermin in der Gerste eingehen. Der optimale Termin liegt hier, ab EC 31/32. Sollte es darüber hinausgehen, ist dies aber mit Modus ME auch kein Problem. Um das Wachstumsstadium festzustellen, entnehmen Sie dazu eine kräftige Pflanze aus Ihrem Acker, suchen Sie sich den Haupttrieb entsprechend heraus und schneiden Sie ihn mittig an der Halmbasis auf. Unten ist der Beschockungsknoten zu sehen und oberhalb der erste Halmknoten. Ist der Abstand 1 cm oder mehr voneinander entfernt, haben wir EC 31, sprich das erste Knotenstadium erreicht. An der Stelle empfehlen wir das Modus ME in der Wintergerste mit einer Aufwandmenge von 0,4 bis 0,6 Liter je Hektar. Immer angepasst zur Sorte und zur Situation. Und warum Modus ME? Mit dem frühen Einsatz von Modus ME bekommen Sie tiefreichende Wurzeln mit ausreichenden Feinwurzeln zur optimalen Wasser- und Nährstoffversorgung aus dem Boden. Dies ist ganz besonders wichtig seit diesem Jahr, denn in vielen Regionen wurden die Düngemaßnahmen eingeschränkt. Modus garantiert eine bestmögliche Stabilisierung des Halms, womit die Förderung auch hier von Wasser und Nährstoffen in der Pflanze gewährleistet ist, um gewünschten Qualitäten und Ertrag zu generieren. Kommen wir dann noch mal zur zusammengefassten Empfehlung. Im Winter Weizen 0,3 bis 0,4 Liter je Hektar plus CCC und in der Wintergerste 0,4 bis 0,6 Liter je Hektar. Kommen wir nun zur Fungizidstrategie im Getreide. Hier ist der Fokus auf eine gesunde Halmbasis zu setzen, um ein leistungsstarkes Fundament zu schaffen. Es gilt, Alt- und Neuinfektionen zu verhindern. Hier haben wir das neue Unix Pro Pack. Dies besteht einmal aus dem Unix und dem Pecari. Unix mit dem Wirkstoff Cyprodonil steht für besten Schutz gegen Halmbruch, gute Wasser- und Nährstoffeffizienz in der Pflanze und ganz besonders wirksam als Resistenzbrecher gegen die Netzflecken. Des Weiteren ist die gute Wirkung gegen Mehltau nicht zu vernachlässigen, denn immer mehr Produkte in dem Bereich fallen uns hier weg. Das Pecari mit einer 300er EC-Formulierung mit dem Wirkstoff Protoconazol unterstützt Unix hervorragend. Pecari früh eingesetzt bringt es Vorteile bei der Bekämpfung von Ramularia und ganz besonders auch gegen Rhynchosporium in der Wintergerste in den Höhenlagen. Zusammengefasst ist Unix Pro ein Produkt aus zwei leistungsstarken Wirkstoffen, die sich hervorragend ergänzen. Breit einsetzbar in Wintergerste, Winterweizen, Wintertritikale und Roggen. Gerade bei allen wichtigen frühen Krankheiten im Getreide, besonders in den engen Getreidefruchtfolgen, zeichnet es sich besonders aus. Es ist grundlegend wichtig, eine gesunde Halmbasis im Getreide zu schaffen. Daher lautet unsere Hauptempfehlung 0,5 Liter Unix plus 0,5 Liter Pecari je Hektar. Schauen wir noch mal in die Gerstenregion, wo kein Protoconazol zwingend notwendig ist. Denn das Resistenzmanagement sollte uns hier wirklich am Herzen liegen. In der T1-Spritzung in der Gerste haben wir daher das Produkt Kajak. Cyprodonil steht auch hier für hervorragende Leistung gegen alle relevanten Krankheiten. Resistenzbrecher bei Netzflecken, Schutz bei Mehltau mit dem Hinblick auf weiter wegfallende Wirkstoffe. Und daher lautet unsere Hauptempfehlung in der Wintergerste 0,5 Liter Modus ME,
1,5 Liter Kajak je Hektar. Haben Sie eine zwergrostanfällige Sorte, mischen Sie ein tebuconazolhaltiges Produkt hinzu. Bei den anstehenden Maßnahmen wünsche ich Ihnen viel Erfolg und bis zum nächsten Mal.